So, herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, liebe Gaming-Freunde. Es ist abends 21.33 Uhr hier in Disney Dreamlight Valley. Wir haben hier Scar, wir haben hier Mutter Gothel. Und das hat er jetzt gleich gehört, ne, dass ich ihn erwähnt habe. Mit bei mir ist natürlich wieder der gute alte Wally. Wir gucken mal schnell auf die Karte. Die meisten haben sich hier ins Dorf verzogen. Remy schläft tatsächlich, ist sehr müde. Und auch hier Ursula schläft schon. Und Christoph ist hier in seinem Haus. Ariel ist hier unterwegs. Und wir haben hier Elsa, die sich das Dorf noch anschaut. Die haben wir heute freigeschalten. Und Anna isst gerade Merlin. Ich habe mir heute das angeschaut. Die Hexe und der Hexer, oder auf Englisch das Schwert in dem Stein. Da habe ich jetzt hier tatsächlich einmal den Zauberer Merlin kennengelernt. Und wir gehen jetzt in das Schloss rein und werden zwei weitere Charaktere freischalten. It's raining. Komm! Wally, komm! Lass uns Toy Story freischalten. Ich habe Wally. Ich habe Vaiana und Maui. Hier haben wir unseren Remy. Wally, komm, Wally. Der Wally kann da nicht mit rein, aber er bleibt hier vor der Tür stehen. Wir haben hier die Eiskönigin freigeschalten. Und jetzt werden wir hier Toy Story freischalten. Da bist du ja. Hi, Merlin. Hinter dieser Tür wirst du freundliches, lebendes oder lebendiges Spielzeug vorfinden. Ja, lass uns mal öffnen. Danke, sehr toll. Eine Geheimmission im unerforschten Weltraum. Wow. Das ist ja quietschbunt. Oh, ist das schön. Pferdchen Einhorn. Dinosaurier. Das ist ein Bär. Einhorn. Dinosaurier. Bär. Ui, das ist so schön hier. Was ist das denn, okay? Was ist das denn? Das sind so Klammern, Heftklammern. Ich mach mal die Musik ein bisschen aus. Oder sehr leise. Okay, das sind so Heftklammern, ne? Und das sind so Eisstiel, Holzeisstiele. Irgendwie schaut das aus wie ein Lolli. Was haben wir denn hier? Ein Lolli. Festgeklebter Lolli. Ein Elefant. Ein Stern. Dann haben wir hier einen Rucksack. Oh, so einen habe ich auch. Das sind die ganz einfachen, ne? Okay. Das ist ja wunderschön hier. Mein Gott. Sternchen. Okay, das sind so Sachen für Kinder, so um die 3, 4 rum. Bücher. Erste, zweite Klasse vielleicht. Ostereier. So ein Aufkleber hatte ich auch. Komisch, ne? Das sind so Konstruktionssachen. Da liegt aber viel rum. Was ist das? Okay, kann ich nicht so deuten. Oh, da ist eine Batterie. Okay, was ist denn das? Okay.
Was ist das denn? Schaut aus wie Seife. Komisch. Okay. Wee. Das ist ja schön gemacht, Dicker. Elefant, Pinguin, Haus, Zaun. Das scheinen irgendwelche Teile zu sein. Auch hier wieder ein Lolli. Oh, alles voller Lollis. Das bich doch. Ich weiß, wir haben hier noch einen Schulranzen. Okay, zwei Schulranzen sind also eher ungewöhnlich. Doch, finde ich schon. Also zwei Rucksäcke. Na gut, vielleicht für so ein Privat. Habt ihr gesehen, es war ganz klein. Das ist sehr schön. Ich mag das. Was liegt denn da am Boden? Eine kleine Schildkröte. Oh, ist das so cool. Ist das eine Schildkröte? Ja, auch gut. Schildkröte. Das ist ungewöhnlich. Das ist so eine Art Braun. Und wie ist der Rucksack hier gewesen? Die Farbe war... Braun. Zwei. Sehr ungewöhnlich. Mein Gott, ist das schön hier. Ui. Kann man die Treppe da raufgehen? Das wäre ein Ding. Ne, das können sie irgendwie nicht programmieren, ne? Da liegt auch noch mal... Was ist das? Eine Batterie? Zwei Batterien. Okay. Da liegt ein Buch. Okay, auf jeden Fall Kind um die, ja, 5, 6, 7, 7 vielleicht. Naja, gut, das sind ja Schulbücher, also 7. Elefant, oh, Dumbo. Der ist blau. Der ist auch blau. Okay, da oben steht jemand, okay. Regenbogen. Teddy. Kann ich den bewegen? Nein, das ist ein Teddy. Schön. Was haben wir denn hier? Okay. Da liegt auch nochmal ein Lolli. Da liegt ein Buch mit Melodien. Musikbuch? Komisch. Da ist ein Pinguin. Pinguin. Da ist eine Truhe. Okay, Truhe. Pinguin. Was hat man da? Einen Elefanten? Zwei Elefanten, ein Pinguin. Dann haben wir hier... Oh, diese Bodenbeläge. Kennt ihr die? So Spielmatten für Kinder, die kenne sogar ich noch. Ja, cool. Wieder so eine Saftpresse blau. Das ist, kann ich da raufklettern? Ich bin da rauf. Das ist ja Wahnsinn. Zweite Regenbogen, okay. So Bleistifte, so Kurzbleistifte, cool. Oh, das ist gefährlich. Bleistifte immer andersrum, wenn da das Kind reinfällt oder so. Kann ich denn da theoretisch runterfallen? Nein. Okay. Okay. Das ist ja... Also ich muss ehrlich sagen, das sind so Questsachen richtig toll. Aha, da kann ich nicht rein. Das haben sie nicht geschafft. Das ist ein Haus, das ist ein Zaun. Schon wieder Regenbogen Nummer 3. Delfin, schon wieder so ein Musikbuch. Okay. Ah, hier geht's weiter mit dem... Mit diesen... Unter, ja, das ist so Spielmatten für Kinder. Grüne Saftpresse. Sehr viele so Platten. Wieder so ein Osterei, das zweite Buch. Oh, was ist das denn? Das ist ein Schmetterling. Oh Gott, ist das schön. Ich mach mal das Licht aus, das ist ja gruselig. So, was haben wir hier denn noch? Oh mein Gott, könnt ihr die Sonne sehen? Wie schön ist das denn gemacht? Der Schatten, ne? Richtig, richtig cool. Guck dir mal die Bilder da oben. Mama, Papa, Kind. Das ist vielleicht Mama. Mit lila Haaren. Oh, das ist schon wieder eine Kiste. Was habt ihr denn mit euren Kisten? Oh, der Teddy liegt so rum. Oh, der Teddy, der friert doch. Machen wir die mal auf, dass wir die gleich weg haben. Hä, ich hatte doch mehr. Die gepudelten Locken des... Ach, das ist doch ein Quatsch. Seid mal nicht böse. Dieses ganze Geschmarre mit den... Dieses ganze Geschmarre mit diesen Kleidungsstücken. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken. Okay. Jetzt haben wir schon mal einiges gesehen. Da oben ist noch ein Regenbogen 4. Oh, das ist eine Mikrowelle. Da oben ist ein... Hey, das ist doch der... Schaut mal, da oben. Das ist der
Elefant. Und das ist der Pinguin dazu. Komisch, hat sie die gemalt? Was liegt denn da? Ah, Verbindungsstück. Für die Schienen hier. Oh, ich bin ein Nintendo. Oh. Sehr schön. Richtig toll gemacht. Kann man unters Bett gehen? Da haben wir schon geschaut, da war nichts. Okay, jetzt haben wir erstmal alles gesehen. Schöne Decke. Ich habe auch so eine Decke, wo so eine Borde hat. Wo ist meine Decke schon ein bisschen älter? Da liegt noch eine Schachtel drunter. Ein richtig schönes, großes, buntes, farbiges Kinderzimmer. Sehr lebendig. Ein bisschen arg voll. Aber gut. Die Mikrowelle da oben, die Kindermikrowelle ist cool. Wie viele Fenster hat denn das Zimmer? Es hat viele Fenster. Eins, ist das offen oder zu? Das ist offen. Da ist eine Lampe, die ist an. Da sind auch nochmal Bilder oben. Das kann ich nicht erkennen, was das ist. Das ist der Dino. Ja, das ist ein Geist. Und das in der Mitte weiß ich nicht, was das ist. Also dieses Fenster haben sie offen gelassen. Dann haben wir hier ein Fenster. Das ist auch offen. Wenn es da rein regnet. Es sind alle Fenster offen. Vier Fenster. Auf der Seite ist gar nichts. Da ist ein Käfer. Mit drei Pünktchen. Okay. Jetzt haben wir da oben noch die Hauptdarsteller. Den Hauptdarsteller. Wow. Das ist ja so geil gemacht. Ach, da kann ich drauf? Okay, das ist ja toll gemacht. Delfin. Das ist... Oh, ich habe auch so eine Kugel mal gehabt. So eine, weiß nicht, wie das heißt, Schlafkugel. Das ist so schön gemacht. Da ist sowas... Da ist sogar getrunken worden aus der Tasse. So, schauen wir mal. Hi. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Buzz Lightyear. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich fürchte, ich brauche dringend Hilfe. Wow. Buzz Lightyear. Moment, du siehst nicht aus wie eins von Bonnies Spielzeugen. Ich bin kein Spielzeug. Ah, ach so, ich verstehe. Nun, keine Sorge, ich verstehe genau, was du durchmachst. Anfangs hatte ich selbst Schwierigkeiten, die Wahrheit zu akzeptieren. Was ist die Wahrheit? Ich bin wirklich kein Spielzeug, im Ernst, aber ich würde gerne helfen. Gott, ist der goldig.